Hallo zusammen und willkommen zurück am Sonntagmorgen zur Landwirtschaftssimulator 2017 Folge auch von der Hopfach. Ja, wir sind hier nach wie vor dabei, unseren riesenjungen LKW leer zu verkaufen. Das Geld sprudelt nur so hier rein. Das ist eine wahre Pracht. Wir warten jetzt einfach noch so lange, bis das hier beendet ist. Hier können wir mal den Motor ausmachen. Wir werden dann den LKW auch erstmal hier stehen lassen und gucken, was wir sonst noch so heute tun können. So, dann warten wir mal. Also es gibt auf jeden Fall jenseits der 100.000 Euro. Muss mal gucken, ist da vielleicht irgendwas runtergefallen? Nee, ist alles drauf. Das ist sehr gut so. Zack, 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 zack. Wir könnten mal hier einmal. Jo, da fällt der schon mal runter. Sehr schön. Zack, zack, zack. Nochmal Forelle. Weg damit. Und einmal Räucherfisch. Ratsch, 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 ratsch. Weggehauen. So, was haben wir? 130.000. Lecker. So, jetzt gucken wir uns erstmal unsere Felder an. Wachstum. Die 95 ist dunkelgrün. Ja, hier ist klar, dass noch nichts ist. Die 47 so halb, die 46 noch nicht. Ah, ja, ist alles nicht so einfach. Ach, genau, hier die 26 auch nicht. Also wir haben feldertechnisch nichts zu tun. Das heißt, wir können doch hier den LKW einmal selbst hochfahren zum Hof irgendwo oder zur Dingens, wie heißt das, zum Gewächshauskomplex. So, hier noch einmal rum. Blinker, ich denke gerade, was tackert da immer so. Aber das war mein Blinker. So. Ja, mit dem Ding ist man hier wirklich sehr, sehr schnell unterwegs. So wie das sein muss. So, das einmal hier rum. Und wir sind schon wieder zu Hause. Und wir sollten vielleicht nicht gerade mit jenseits der 90 durch den Ort brettern. So, machen wir hier mal ganz vorsichtig. Ups. Einmal durch den Vorgarten gefahren. Ja, dann stellen wir den einfach hier mal ab. So, was machen wir jetzt? Was machen wir? Wir fahren mal den hier nach Hause. Alles, was im Moment so unnütz rumsteht. Ich will mal kurz gucken.
Hafer haben wir noch nicht. Aber wir könnten, warte mal, das können wir machen. Hopfen zur Bierproduktion hochbringen. Ich weiß gar nicht, oder haben wir den Hopfen hier oben oder unten eingelagert? Ich weiß, dass wir hier irgendwelche Sachen auf jeden Fall drin hatten. Müssen wir einfach mal gucken. Ich habe es jetzt nicht im Blick, in welchem, wie war das? Oh, zum Anschalten. Also hier ist schon mal leer. Hier auch. Das heißt, wir springen mal kurz hier runter und gucken mal, was wir hier drin haben. Ja. Das ist Salat, Zwiebel. Warte mal, Hopfen haben wir 100.084. Gut, der ist hier drin. Gut, dann heißt das, wir fahren einmal hier nach unten und holen Hopfen. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob wir wirklich den brauchen da oben bei der Brauerei. Aber bevor wir hier ganz tatenlos rumsitzen, machen wir das. Glaube, es macht Sinn, schon langsam das Licht hier anzumachen. Wir haben es zwar erst 20 nach 4, aber irgendwie ist es doch schon schummrig geworden. So. Unten sind wir schon mal. So, schön ausholen. Hier durch. Hopfen, Hopfen, Hopfen. Und wir können ja mal kurz gucken, ob wir wirklich Hopfen brauchen. Ja. Das war Flaschen. Bierfabrik. Der Wasser ist auch leer. Guck mal. Da müssen wir uns also drum kümmern. Flaschen bräuchten wir auch und Hopfen. So. Lohnt sich dann doch.
Gut. Müssen wir hier rum? Und dann gucken wir mal. Ach, du wirst doch hier nicht schlapp machen. Du bist ein Fendt, mein Junge. Ein 39er. Der muss doch den Berg hier ohne Probleme schaffen. So, hier geht das dann mal wieder ein bisschen besser. Ich will mal gucken, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier irgendwie Erdäpfelkomposter Parkplatz. Ne, ich habe da noch keinen. Guck mal, gut, das müssen wir dann irgendwann auch mal anfangen, hier ein paar Kurse einzufahren. So. Da müssen wir nur gucken, wie wir das mit dem Wasser machen. Dass wir da auch ein bisschen Nachschub bekommen. Ach ja. Wir haben ja hier den Wasserpunkt im Grunde. Das heißt, wir könnten mit dem Matz hier hochfahren, uns hier Wasser holen und das zur Bierbrauerei bringen. Das würde, denke ich, gehen. Das können wir auch machen. Zumindest mal raus auf die Straße wieder. Na komm. Ich hoffe hier wirklich, dass bald mal die ganzen Felder hier reif werden, damit wir hier wieder ans Ernten und ans Bestellen der Felder kommen können. Mal gucken, das war doch hier irgendwo. Gleich auf der rechten Seite. Hier, genau. Kann ich hier auch rein? Jo, funktioniert. Gut, dann holen wir uns jetzt noch mal das Wasserfass oder bedeutet das Flüssigkeitenfass ist es ja.
Das hat er ja beim Kuhhof stehen. Das heißt, da können wir gleich ranfahren. Ja, nochmal 401 Euro. Ah, passiert auch nur mir so eine doofe Sache. Dann auch einmal runter hier. Gucken wir mal, ob wir zumindest noch bis zur Wasserstelle kommen. Wir sind schon wieder, ja, relativ nah am Ende der heutigen Folge. Ja, es war jetzt heute nicht wirklich was Spektakuläres, nur so ein bisschen Hopfen von A nach B fahren und ein bisschen was verkaufen. Aber so ist das halt manchmal. So, gleich hier wird die Kreuzung drüber gebreddert und mit Schwung hier in den Feldweg. Mal gucken, dass wir das einigermaßen dann auch mit Speed hier hochkommen. Ja gut, ist halt auch der Unterschied. Wir haben einen LKW und wir sind leer. Im Gegensatz zu dem Hopfen-Trailer vorhin. Der hat da doch schon ein bisschen mehr zu kämpfen. Wobei wir hier jetzt auch verrecken hier auf den letzten Metern. Das gibt's ja nicht. Komm. Jetzt mach Gas hier. Oh, das heißt, wir können nächstes Wochenende dann einmal noch Flaschen hier hochbringen zur Brauerei und können dann auch, denke ich mal, ein bisschen Bier mitnehmen und dann mal verkaufen, weil wir haben ja schon einiges hier auch neben oder rausgestellt aus der Produktion. Und da können wir dann wirklich rangehen mal. So, komm. Ich will zumindest noch bis zur Wasserstelle fahren. Oh, komm, Autosave. Gut, danke. Danke, danke. So. Ja, aber nichtsdestotrotz verabschiede ich mich schon mal für heute von euch. Wir sehen uns dann am nächsten Samstag wieder zur nächsten Wochenendfolge hier von der Hopfach. Und dann sage ich einfach jetzt tschüss, bis dahin.